Hallo und herzlich willkommen. Voll schön, liebe Mona, dass ich mit dir heute das Gespräch führen darf oder wir gemeinsam sozusagen das Thema verbunden und frei bewegen. Also mich hat das Thema jetzt, also wir uns hat es ja schon länger begleitet und jetzt ist irgendwie, wie es immer ist mit uns, dass dann einfach der Zeitpunkt immer voll gut passt. Magst du noch mal ein paar Worte zu dir sagen oder was dir gerade wichtig ist, auch zu dem Thema? Ja, erstmal, ich freue mich, dass wir das Gespräch führen und dass du es führst. Ja, es passt eigentlich sehr gut in das Thema göttliche Liebe rein, was ja mein Kanal ist, weil verbunden und frei, beides ist eigentlich eine Sehnsucht in uns. Wir haben eine große Sehnsucht in uns nach Verbundenheit, aber auch nach Freiheit. Und das hat manchmal so den Anschein, als wenn die Dinge sich irgendwo widersprechen oder nicht vereinbar sind. Und vor allen Dingen, was die Verbundenheit anbelangt, da spüre ich, dass es ganz wichtig ist, darüber zu sprechen, dass viele Menschen, sehr, sehr viele Menschen, die Verbundenheit an der falschen Stelle suchen oder primär an der falschen Stelle. Dass also unter der Suche nach Verbundenheit eine Verbundenheit im Außen gesucht wird, zulasten von einem selbst. Und so wie meine Erfahrung in meinem Leben ist, geht es erstmal primär um die Verbundenheit mit sich und da heraus die Verbundenheit mit anderen. Und diese Verbundenheit, die man oftmals so unglaublich stark im Außen sucht, dahin projiziert, hängt in der Regel mit Kindheitserlebnissen zusammen, mit Bedürftigkeiten, die noch in uns sind, dass wir meinen, wir bräuchten den Partner, um glücklich zu sein, oder diese Freunde oder vielleicht auch einen bestimmten Konsum. Also wir haben immer den Eindruck, es fehlt was, es fehlt uns was, und diese Verbundenheit, die wir suchen, ist gar keine wahre Verbundenheit, sondern das ist Abhängigkeit, in die wir uns begeben. Und das ist oftmals dann sehr, sehr schmerzvoll. Und ja, schauen wir mal, was du dazu sagen möchtest, das können wir noch vertiefen. Ja, ich finde es nochmal wertvoll, was du so einfach, wie du die Einführung gemacht hast. Und ich hänge jetzt gerade auch noch an dem Wort Abhängigkeit, weil ich jetzt auch gerade Austausch mit jungen Menschen habe. Und da ist das jetzt auch gerade so Thema gewesen. Und da kam auch, dass es auch eine gesunde Abhängigkeit gibt. Also kannst du das für dich auch, also was wäre für dich eine gesunde Form der Abhängigkeit? Die kenne ich eigentlich nicht. Also eine Abhängigkeit ist für mich nie gesund. Natürlich ist ein kleines Kind, wenn es auf die Welt kommt, im höchsten Maße von den Eltern abhängig. Und das scheint uns auch sehr zu prägen, gerade wenn es an der Stelle irgendwo Defizite gab und wir nicht ausreichend genährt wurden. Aber primär können wir eigentlich für uns selbst sorgen und dann unsere Beziehung und das, was wir im Außen tun, frei wählen. Also das würde mich jetzt mal interessieren, was habt ihr denn da als gesunde Abhängigkeit rausgefunden? Ja, leider sind wir noch nicht in die Tiefe eingestiegen. Das kam jetzt gerade kurz vorher noch als Impuls und ich habe es jetzt nicht geschafft, noch anzurufen und nochmal in Verbindung zu gehen. War gerade nicht erreichbar sozusagen. Es war nur per Audio. Und ich fand es aber nochmal ein spannender Impuls. Ich habe im Internet mal nochmal kurz ein bisschen recherchiert und gegoogelt. Und ich für mich bin, also diese Verbundenheit, was du so beschrieben hast, die Suche im Außen, also ich kenne das voll gut, dass ich auch immer ja, irgendwie das Gefühl hatte, dass andere mich glücklich machen müssen, wenn ich den Partner habe, der mich glücklich macht oder der mir alle Wünsche von den Augen abliest, gefühlt so wie mit Märchenprinzessin, die Königin sozusagen, dann geht's mir gut und dann bin ich glücklich. Und da für mich jetzt gerade auch intensiv steht, die letzten Jahre erkennen zu dürfen, dass ich mich nach einer emotionalen Freiheit eigentlich sehne, also wirklich dieses, dass ich 100% frei bin von anderen, egal was sie tun, was sie sagen, was sie von mir erwarten oder nicht erwarten, oder auch nicht tun, dass ich da für mich wirklich bei mir so ankommen kann und mich selber so, ja, weil mich selber letztendlich ja mir das schenken kann, was ich mir von diesen ganzen anderen Menschen, ob in Freundschaften oder egal, was ich mir da so sehr von ganzem Herzen gewünscht habe. Und das hat bei mir dazu geführt,
dass ich jetzt gerade im letzten Jahr nochmal die intensive Erfahrung machen durfte, sozusagen einem Menschen zu begegnen. Das war für mich wie eine Droge, kann ich jetzt so benennen. Und da war eine Abhängigkeit da, sozusagen. Ich habe mich riesig gefreut und habe echt gedacht, so tschakka. Und gleichzeitig, also so dieses Bild so. Und dann aber zu merken, dass es gar nicht so ist, weil es waren ganz viele Dinge, wenn ich ganz ehrlich zu mir war, dass es auch nicht 100% sozusagen die Erfüllung da war und ich mich da sozusagen einfach hingehängt habe sozusagen und das nochmal so in Reinform zu erleben. Also es war für mich gefühlt wie 20 Jahre Beziehung. Also es waren nur ein paar Monate, wo wir in Verbindung, eine intensive Verbindung hatten. Und gleichzeitig diese Erfahrung machen zu dürfen, dass trotzdem auch eine bedingungslose Liebe ich gerade empfangen darf von ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Das hat mir das ermöglicht. Also bedingungslose Liebe erstens für mehrere Menschen zu empfinden, das finde ich für mich gerade faszinierend, weil ich mir das nie so vorstellen konnte, obwohl ich ja auch durch meine beiden Söhne schon weiß, wie es sein kann, Mutterliebe zu empfinden oder eben auch ja diese Form für zwei Menschen gleichzeitig sozusagen. Und das war für mich jetzt schon echt auch nochmal eine spannende Reise, da zu merken und auch die passenden Spielgefährten zu bekommen sozusagen, dass ich wirklich Heilung erfahren darf sozusagen und dass ich, oder auch so wie dich, also du warst ja auch der wertvolle Spiegel in der Zeit, weil du einfach immer da warst und wir immer wieder den Austausch hatten und ich den Raum hatte, mit dir drüber zu sprechen. Und das, im kurzen Vorgespräch hast du mir auch nochmal die Rückmeldung gegeben, einfach was sich da gerade so bewegt hat oder was du wahrgenommen hast an mir. Und das ist gerade auch einfach so ein Geschenk, da für mich nochmal so zu spüren, wie da, ja, wie da wirklich so eine Erleichterung gerade da ist, wie ich da ja, nochmal auf einer ganz anderen Ebene bei mir selber ankommen kann und eine Verbundenheit zu mir spüre und dadurch auch eine unglaubliche Freiheit, weil ich mich eben nicht mehr abhängig mache von anderen. Ja, so wie mal, ich mache jetzt mal einen Punkt. Genau. Ja, da würde ich gerne was zu sagen, weil du hast was ganz Spannendes gesagt. Du hast von der Droge gesprochen. Und genau so ist das. Diese Abhängigkeit, diese Sucht, die einer inneren Sehnsucht entspringt, da ist ein Impuls von uns, der möchte was. Und so ist es ja im Grunde genommen, jede Sucht ist eine Droge, die uns aber immer wieder von uns wegführt. Und das ist das Dumme daran, wir haben dann mal kurzfristig den Eindruck, wir kriegen irgendwo die Erfüllung, wir projizieren da auch unsere ganze Sehnsucht da rein und sie vernebelt auch tatsächlich uns. Wir nehmen nicht mehr alles wahr und führt uns in diese Abhängigkeit. Aber im Grunde genommen meint das Leben uns es dann gut mit uns. So schmerzhaft das ist, wir müssen wirklich dann so einmal das wirklich so durch diesen Schmerz durchgehen, dass wir es für alle Zeit verstanden haben, auf was es ankommt. Und ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Und das ist, man kann es Gott nennen, man kann es das Leben nennen. Letztlich werden wir immer wieder dahin geführt über Schmerz und Leid, bis wir es verstehen. Und bis wir wirklich in diese tiefe Verbindung mit uns kommen, in diesen Ruf der Seele. Also unsere Seele ruft nach uns und es ist tragisch. Ich meine, du weißt ja auch, wie es gesellschaftlich ist. Alle projizieren nach außen und suchen dort ihr Glück, ihr Heil, auch im Konsum und zerstören die Schöpfung, statt alle Projektionen zurückzunehmen, zu sich tief ins Innere zu gehen. Da sind wir im Tiefen, sind wir glücklich, da sind wir verbunden. Das ist die einzige Verbindung, die bedingungslos immer besteht. Und deshalb auch jetzt die bedingungslose Liebe, die dir möglich ist. Ja, weil du in diesem Punkt, aus diesem Punkt, da ist mit dir selbst bedingungslose Liebe, aber auch mit allen anderen Menschen. Und eine Liebe, die nicht bedingungslos ist, ist gar keine Liebe. Das ist irgendwas, das ist ein Gefühl und Emotionen, Sensibilität und eigentlich ein Gefühlsbrei und Drama. Wahre Liebe ist immer bedingungslos. Ich kann auch einen Menschen lieben, der mir noch nicht mal sympathisch ist, einfach weil ich in der Tiefe diesen Menschen fühle. Und da ist Liebe.
Und das wäre schön, wenn wir im Leben dahin kommen. Das kann ich nur beglückwünschen zu der Zeit, die du hinter dir hast. So tragisch das war, aber auch so wichtig, dieses Thema, über das wir jetzt sprechen, weil es ist gesellschaftlich so falsch verstanden. Und auch bei mir war das so, dass in meiner Ehe eigentlich mein Mann und ich angetreten sind in diesem Bewusstsein, keine Abhängigkeiten. Und wir haben uns auch viel Freiheiten gelassen. Und trotzdem ist es gefährlich, dass man mit der Zeit in eine Abhängigkeitsstruktur reingerät, weil eine Gewöhnung aneinander entsteht. Und da vielleicht auch, gerade wenn man sich sehr mag, eine starke Fixierung aufeinander. Ich hatte in meinen Eltern ein abschreckendes Beispiel, was Abhängigkeit ist. Wenn meine Mutter zum Einkaufen gegangen ist, eine halbe Stunde, dann hat mein Vater gefragt, wo gehst denn du hin und wie lange bleibst du? Du, und wenn sie sagte, eine halbe Stunde, da sagte er, bleibt nicht so lange. Und ne, da war für mich klar, also sowas will ich nie, solche Abhängigkeiten. Ich will Freiheit und ich bin auch ein freiheitsliebender Mensch. Und wahre Liebe ist auch nur in Freiheit möglich. Und das ist in jeder Beziehung, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das kultiviert und pflegt und dass man sich darüber bewusst ist und dass vor allem die ganz tiefe Ebene stimmt und dass man dann auch miteinander wachsen kann. Und das geht eben auch nicht, wenn Abhängigkeiten sind, sondern wenn man sich in Freiheit liebt und wertschätzt. Und da hat der eine noch dieses Thema und der andere das Thema. Keiner von uns ist schon vollkommen. Und da kann man sich unterstützen, loslassen, begleiten. Also dieses Verbunden und frei heißt nicht, dass man nicht eine bestimmte Verbindlichkeit eingeht. Das kann man durchaus. Und im Grunde genommen besteht die bedingungslose Liebe eigentlich in einer Verbindlichkeit jedem Menschen gegenüber, dem zu helfen, wenn er in Not ist. Nicht ihn Huckepack zu nehmen. Ja? Also ich kann das Problem des anderen Menschen nicht lösen, aber ich kann ihm, so wie du auch sagtest, einen Raum geben. Und wenn wir in dieser ganz, ganz großen Tiefe sind, dann spüren wir auch, dass wir immer verbunden sind, nicht nur mit uns, sondern mit allen und daraus lieben. Das finde ich erstmal wiederholt. Ja, und wenn du das jetzt gerade nochmal so sagst, auch dieses mit allem verbunden sein, also so eine Art Einheitsgefühl ist es jetzt mal versucht Ja. in Worte zu fassen, was mich so ja, bereichert oder beschenkt gerade auch im letzten Jahr, weil ich ganz viel auch mit jungen Menschen sein durfte und Raum öffnen durfte oder einfach, ja, also im Prinzip Raumöffnerin sein konnte. Und es war für mich so faszinierend zu erleben, was da möglich ist, sozusagen, wenn ich so einen erwartungsfreien Raum schaffe. Und ich habe ganz viele wertvolle Impulse, hauptsächlich auch gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo ich durch diesen Schmerz für mich nochmal krass durchtauchen musste und auch spüren konnte oder lernen durfte, jemand anderen wirklich freizulassen. Also mich für jemand anderen zu freuen, also jemanden, den ich liebe, dann auch ihm das zu schenken, was er sich von ganzem Herzen wünscht und was seine Seele sich wünscht, diesen Raum ihm auch zu schenken und zu eröffnen, diesen Menschen, das war, oder auch diesen Menschen, also es sind mehrere Menschen, denen ich so begegnen durfte, wo ich einfach nur dankbar bin, dass da ganz viele junge Menschen da waren, die hätte ich mir vor meinem Kopf, der hat immer gesagt, nee, also das kannst du mit solchen, kannst du nicht mit denen besprechen, so. Aber es hat sich halt, das Leben hat so geführt und gefügt, dass es sich einfach stimmig gefühlt hat, auch ihnen gegenüber mich zu zeigen und authentisch zu sein. Und es war so ein Hammer, weil ich da echt weisen Seelen also begegnen durfte, die da viel, viel besser mich begleiten konnten an manchen Stellen, wie das jeder Erwachsene also gemacht hat oder wo die meist also oft überfordert waren oder nicht wirklich wussten, was sie mir sagen konnten. Und das war für mich echt auch eine unglaublich wertvolle Erfahrung, sozusagen zu spüren, dass diese jungen Menschen gerade einen ganz anderen Umgang schon mit dieser Freiheit in sich so haben, aber gleichzeitig auch also in Verbindungen mit anderen Menschen. Also das finde ich so faszinierend, wie die auch schon sich selber spüren oder reflektieren oder wie die das wahrnehmen können, was sie bei ihren Eltern vorgelebt bekommen haben und auch
ich hatte da auch ganz klare Gegenüber, die das benennen konnten, was ihnen selber wichtig ist und auch mir dadurch sozusagen nochmal geholfen haben zu erkennen, was mir wichtig ist und was meins ist. Und dass ich das auch zu 100% erleben darf und dass ein Mensch mir nicht alles schenken kann. Also das ist für mich gerade so spannend, dass ich auch gar nicht alles mit einem Menschen teilen möchte und muss, sondern dass ich diese Nähe, nach der sich jeder Mensch, glaube ich, auch sehnt, dass ich auch mit anderen Menschen sozusagen einfach bestimmte Nähe teilen kann. Ich muss nicht mit jedem ins Bett springen oder das ist, darum geht es gar nicht, sondern dass ich einfach die Erfahrung machen darf, Menschen total authentisch zu begegnen und in Momenten, also wo ich mir eine Umarmung wünsche, das einfach auszusprechen und die dann zu bekommen. Oder einfach mich mal an Menschen hinzukuscheln, weil ich gerade die Nähe brauche und damit für mich einen viel freieren Umgang zu bekommen, weil ich bin eher so ein bisschen prüde an der Stelle aufgewachsen, glaube ich, oder hatte da einfach so die Vorstellung, ja, das macht man nur mit einem Menschen und für mich war das ganz schwierig so, also ich habe das immer bei anderen gesehen, wie die da miteinander kuscheln und sich in den Arm nehmen und das war für mich immer so ein Wunsch, oh, das würde ich auch gerne, aber ich konnte nicht. Mhm. Und mir selber jetzt an bestimmten Stellen diese Freiheit zu schenken, meine Wünsche, meine Bedürfnisse einfach zu formulieren und ob ich das dann von dem Menschen, ob der andere Mensch, der mir das dann gerade schenken kann oder nicht, das ist ja dann wieder, kann ich, und das freizulassen und da auch ja bedingungslos einfach was zu benennen. Und oder jemand anderem auch zu schenken, was sich einfach im Jetzt gerade stimmig anfühlt. Das ist gerade für mich ein neues Forschungsfeld, was sich da auftut. Und ich begegne da gerade auch unglaublich faszinierenden Menschen und Räumen, die es da schon gibt, wo ich einfach nur staunend dastehe und denke, aha, so kann man sich also auch begegnen. Ja, und finde es einfach schön. Und oft sind halt junge Menschen, die solche Räume dann auch öffnen oder miteinander ja, Forschungsräume kreieren, wo man sich total authentisch und ehrlich begegnen kann. Ja. Ich finde das sehr schön, was du sagst, und sehr hoffnungsvoll auch, dass da solche Ansätze da sind. Und es ist auch ganz wichtig, dass es dann so Menschen wie dich gibt, die schon ein kleines bisschen älter sind als diese ganz jungen Menschen. Und dass Wege gefunden werden, dass diese Menschen nicht in diese Zwangskonditionierung reingepresst werden und ihnen dieses Wertvolle, was sie da schon ein bisschen in sich entwickelt haben, weggenommen wird, sondern dass es Wege gibt und Wege gesucht werden, wie das gesellschaftlich gelebt werden kann. Denn ich glaube, dass diese ganzen Beziehungsmodelle, die sind überholt. Das hat nicht funktioniert. Ich meine, früher hatte man vor längerer Zeit stabile Beziehungen, Partnerschaften, aber das waren funktionale Beziehungen. Dann kam es dazu, dass man sagt, ja, wir müssen uns ja auch lieben. Und dann wurden da so romantische Beziehungen draus. Das hat aber nicht geklappt. Jeder trägt ja auch sein eigenes Päckchen. Und ich glaube, dieser Ansatz, und deswegen auch mein Kanal Göttliche Liebe, aber dieser Ansatz der bedingungslosen Liebe, dass der Priorität hat, die bedingungslose Liebe, das ist mir schon fast bei der Bibel, liebe dich deinen Nächsten wie dich selbst, aber dann muss ich erstmal mich selbst lieben, da wird es ja vorausgesetzt, also ich liebe mich und zwangsläufig auch den anderen, weil ich erkenne, dass wir in der Tiefe eins sind und der andere in der Tiefe mir auch gar nicht mehr geben kann, als ich auch schon habe, weil ich das schon bin, ja, also je mehr sich das in mir entwickelt und gleichwohl ist es schön, dass dieses andere Exemplar der Gottesschöpfung da doch wieder anders ist und verschieden ist von mir. Und das ist ja eigentlich eine göttliche Begegnung, die Freude macht. Und wir kommen allmählich, so wie du mir das jetzt schilderst, glaube ich, an einen Punkt evolutionär, der nochmal was ganz Neues eröffnet. Mhm. Ne? Das ist so, so schön und wichtig. Und ich spüre da auch, du hast ja auch einen Bezug zu deiner Seele, ich spüre eben auch ganz stark, dass es um die Verbindung zu unserer Seele geht, zu der Tiefe, zu dem, der wir wirklich sind und nicht der wir glauben zu sein, aufgrund von Verletzungen, die eben ganz früh eingetreten sind. Wenn sich junge Menschen das tatsächlich bewahren können, diesen tiefen Bezug zu sich und spüren, ich bin ja
aus mir selbst schon heil. Da muss mich niemand im Außen heil machen. Wir sind uns ja oftmals so, Menschen wie du und ich, wir sind uns ja von unseren Eltern quasi weggenommen worden, weil wir, das klingt hart, aber wir durften nicht die sein, die wir waren, oder haben teilweise sogar Elternliebe geschenkt, weil wir spürten, da ist eine Bedürftigkeit und uns immer angestrengt und Leistungsgedanken und so. Wenn da eine ganz neue, authentische Qualität reinkommt, ist das wunderschön und deswegen bist du so beglückt, würde ich sagen, von dem, was du erlebst, weil du spürst ja auch, das ist Wahrheit. Das ist eine ganz andere Form von Erfüllung. Und da kann man sagen, ich brauche jetzt mal eine Umarmung. Und es ist, kann erfüllend sein für beide, auch der, der die Umarmung schenkt. Und es ist auch in Ordnung, wenn der andere sagt, nee, mir ist gerade nicht nach Umarmung, weil dein Leben das halt nicht untergeht. Okay, dann war dir danach, dann suchst du dir woanders deine Umarmung, du findest dann jemanden. Wir haben Lust, uns zu umarmen. Das ist schön, ja. Und wenn wir das in Freiheit tun können, ohne diese ganzen Dramen, die dann immer entstehen darum, sondern wenn es frei sein darf und nicht nur, ich darf nur meinen Partner lieben. Nein, ich darf jeden Menschen lieben. Ich darf die Kassiererin an der Kasse lieben. Und mir geht es oft so, wenn ich beim Joggen bin, einfach einen liebevollen Blickkontakt zu jemandem. Das genügt dann. Das ist so. Wir sind ja alle diese göttlichen Geschöpfe und so wie ich Gott verstehe, manifestiert er sich über uns und möchte, dass wir ihm begegnen, aber wir begegnen ihm, wenn du an den großen Namaste denkst, wir begegnen dem göttlichen Wesen im anderen. Und das begegnet sich. Und es begegnet sich vor allen Dingen im Menschen, aber auch im Tier und in der Schöpfung, in der Pflanze, in allem. Und da fängt was ganz, ganz Wundervolles, beginnt da. Ja, und das ist ja wirklich wie so ein Neuanfang in mir nochmal, den ich mir da selber irgendwie auch geschenkt habe. Also ich habe jetzt nochmal die Erinnerung, du hast auch, also mir ging es da gar nicht gut, jetzt auch gerade diesen Sommer, und war so wie gefühlt an einem Nullpunkt, und ich habe dich dann auch angerufen und du warst Gott sei Dank, hast ja auch gerade Zeit gehabt, und hast mich da total wertvoll durchbegleitet. Und das, ja, das nochmal so spüren zu dürfen, dass die ganzen Traumata und das alles, was an Schmerz und was an Erfahrungen, an negativen Erfahrungen auch in meinem Leben so waren, dass ich das alles teilweise nochmal so fühlen konnte und spüren durfte und gleichzeitig aber loslassen durfte durch das auch. Also durch das, dass ich jetzt einfach die letzten Jahre auch gelernt habe, mich da selber sozusagen durch diese emotionalen Prozesse so durchzubegleiten, wie ich es auch sozusagen anderen Menschen, die zu mir kommen, zu den Seelenreisen, wie ich es denen sozusagen auch ermögliche, da für sich Zugang zu finden zu der, wie ich auch gesagt, die Verbindung zur eigenen Seele, die mir einfach auch total wichtig ist, weil ich, seit ich diese Verbindung für mich gefunden habe, kann ich mir 100% vertrauen. Also das ist für mich gerade so, dass ich wirklich 100% selber die Verantwortung für mich so lernen zu übernehmen und mir selber zu vertrauen, egal was ich wann wie wahrnehme. Wenn ich zu 100% dem vertraue und so handle, dann wird immer nur, also Wunder, dann entstehen da immer nur Wunder gefühlt, und ich kann es manchmal kaum erfassen, was dann da möglich wird, wenn ich das, wenn ich dem folge. Und ich durfte auch nochmal lernen, durch einen wertvollen Begleiter, der mich auch im letzten Jahr einfach, der mir eine sichere Verbindung geschenkt hat, sozusagen. Also egal was war, wir haben viele Höhen und Tiefen. Also menschlich, wenn jemand das von außen sehen würde, der würde sich, glaube ich, an den Kopf langen, was wir miteinander so gemacht haben oder durchgemacht haben. Und es ist fast unmöglich, dass wir eigentlich noch so miteinander in Verbindung sind, wie wir sind. Und er war da aber für mich weiter und hat mir bedingungslose Liebe sozusagen immer gesendet, egal was war. Und das war für mich so ein Geschenk, um diese ganzen Ängste, was ich hatte, diese ganzen Traumata, diese negativen Erfahrungen in mir zu heilen. Und das wünsche ich jedem Menschen, so wie du auch mir diese sichere Verbindung schenkst. Ah ja, ist auch wieder die Verbindung, diese Verbundenheit. Es ist schön, die für sich, für mich, also mit mir zu haben. Und gleichzeitig ist es so ein Geschenk, und ich merke, wie gerade wenn Traumata im Spiel sind, wie wertvoll und wichtig das ist, dass ich im Außen
Menschen gefunden habe oder Menschen für mich eigentlich da sind eigentlich, die mir einfach diese sicheren Verbindungen schenken. Und egal was ist, ich darf einfach ich sein. Ich darf mich 100% zeigen mit allem Scham, Ohnmacht, Hilflosigkeit, Wut, Traurigkeit oder was da alles so in mir manchmal ist. Immer wieder kann ich in Verbindung gehen, auch wenn es mal irgendwie erstmal kracht hat und man sich vielleicht am Kopf irgendwas geschmissen hat oder irgendwie erstmal, dass jeder sich wieder sammelt und bei sich ankommt und dann einfach wieder miteinander heilsam wird, so, also weil wir total ehrlich und authentisch also uns begegnen, und das ist für mich gerade echt auch ein Geschenk, diese Verantwortung auf der einen Seite für mich selber also zu übernehmen, gleichzeitig diese Verbindungen auch im Außen zu haben und zu merken, dass ich auch keinen Bock mehr habe, meine Macht abzugeben. Also, dass ich jemand anderen sozusagen die Macht über mich gebe. Weil das war für mich nochmal so eine krasse Erfahrung, dass jemand anderer, wenn der weggeht, in meinem Leben, also mir den Boden unter die Füßen, also dass ich demjenigen so viel Macht gebe, dass mir der Boden unter die Füße weggibt. Also, das war für mich so ein krasses Aha-Moment, wo ich dachte so, er geht es eigentlich noch? Also, mir selber sozusagen das zu schenken, ich weiß gerade gar nicht, wie ich es in Worte fassen kann, aber vielleicht hast du gerade noch mal so einen Impuls oder kennst du auch. Ja, was ist bei dir dran? Ich würde sogar sagen, dass die Liebe, das Wahre, die dich in diese Situation geführt hat, dass das Leben dir das geschenkt hat, ja, dass du an diesem Punkt gabst. Man muss oftmals an den Punkt der puren Verzweiflung und des Aufgebens kommen, damit man wirklich nochmal eine Schicht tiefer kommt, ja, wenn gar nichts mehr geht. Es ist schlimm, aber es ist so. Und das, was ich bei dir ganz stark spüre, bist in deine Selbstwirksamkeit gekommen. Aus dem Opferbewusstsein, was wir sehr oft alle in uns tragen, wo wir dann auch hinprojizieren und so wirklich in deine eigene Kraft und zu sagen, nee, das will ich nie mehr, dass jemand anders Macht über mich hat. Und dann können wir uns auch zeigen, es ist schön, wenn wir uns mit unserer Verletzlichkeit zeigen, wenn wir sagen dürfen, ich schäme mich da gerade oder es tut mir gerade weh oder da ist ein Schmerz, da ist ein Trauma. Wenn wir uns, das ist Menschsein, wenn wir uns so annehmen, wie wir sind, uns so begegnen, denn solange wir uns was vormachen, findet kein wirklicher Kontakt statt. Die Verbindung und der Kontakt sind erst, wenn wir uns wirklich ganz, ganz aufrichtig begegnen. Und selbst wenn wir wie ein Häuschen Elend plötzlich sind, dann ist es auch okay. Ja? Und das ist für beide beglückend, sich so zu berühren, selbst wenn es sich in dem Moment erstmal nicht so anfühlt. Aber dass diesen Dienst, das ist fast ein Gottesdienst, der findet nämlich nicht in der Kirche statt, sondern findet im Leben statt. Ja? Diesen Dienst, den können wir uns gegenseitig schenken und den Raum geben. Und dann kann wahres Leben entstehen. Ich würde sagen, das erst ist wahres Leben, denn ich spüre bei dir auch die Lebendigkeit, die Kreativität, das sprudelt bei dir. Mir kommen oftmals die Menschen, die mir begegnen, nicht sehr lebendig vor. Da können sie nicht zu. Sie tragen noch diese ganze Last und du hast dich davon befreit. Da ist Verbindung, so wie bei uns. Verbindung und trotzdem total frei. Ja? Und das ist eine gigantische Qualität, wenn wir das miteinander erleben können. Ja, und es liegt mir auch so am Herzen, dafür genau einfach diese Räume zu öffnen, wo Menschen das erfahren können, was es bedeutet, wirklich ganz sein zu dürfen. Und da habe ich jetzt auch im letzten Jahr so viele wundervolle Rückmeldungen bekommen oder einfach auch Beobachtungen machen dürfen, wo ich einfach nur eine stille Demut in mir irgendwie wahrnehmen kann und einfach denke, es ist so einfach, dass wir uns gegenseitig neue Erfahrungen schenken, wenn wir einfach mal das Gegenteil von dem tun, was wir vielleicht im ersten Moment tun wollen würden. Jemand anderem, wenn er irgendwie uns getroffen hat oder getriggert hat, einfach nicht zurückzuschießen, sondern innezuhalten
Und ja, da habe ich auch also ein Beispiel, was ein liebevoller Wegbegleiter einfach bringt. Er hat dann erzählt einfach von dem Beispiel, wenn die Freundin sozusagen immer, wenn man heimkommt, irgendwie die Schuhe irgendwie oder die Socken irgendwie liegen rum und immer motzt da, anstatt dann selber so irgendwie in den Nörgel oder sich davon anstecken zu lassen, einfach zu sagen, hey Schatz, voll schön dich zu sehen, lass dich mal drücken. Sozusagen, obwohl sie keift und keine Ahnung, das Gegenteil von dem zu tun, was man sonst eher so macht. Und das war für mich nochmal so ein Erlebnis oder so ein Bild einfach, wo ich immer wieder innehalte. In bestimmten Situationen, auch gerade mit meinen Söhnen, vor allem auch mit meinem Jüngeren momentan, und dann überlege, okay, was ist jetzt das Gegenteil von dem, was ich normalerweise tun würde, und da manchmal dann einfach in ein Spiel einzusteigen oder mal, obwohl es total bescheuert ist, sich dann einfach mal darauf einzulassen oder doch mal das, was man eigentlich als nicht gut empfindet, einfach mal mitzumachen oder obwohl es einen nervt. Also zum Beispiel so Kleinigkeiten, will unbedingt Aufzug fahren, ich würde aber lieber die Treppe laufen, und dann zu sagen, ja gut, ich nehme mir jetzt einfach die Zeit. Er will jetzt einfach, hat Lust, da diesen Aufzug zu fahren, und anstatt jetzt auf meins zu bestehen und mein Ding da durchzuziehen, fahren wir mal Aufzug. Und beim Rückweg war es dann lustigerweise so, da habe ich gesagt, nee, also jetzt laufe ich. Und dann hat der Papa mit Aufzug fahren dürfen, der war nämlich mit dabei. Und das war so lustig, wo ich dann einfach gemerkt habe, ja, also es funktioniert, für mich selber zu sorgen, mit mir da, mit meinen Bedürfnissen in Verbindung zu sein und gleichzeitig aber manchmal anderen Menschen das zu schenken, was sie sich wünschen, ob das jetzt meine Söhne sind oder auch andere Menschen, wo ich manchmal einfach ja dann ein Gespür habe oder weiß, dass ihnen bestimmte Dinge wichtig sind und da mal ja mich gefühlt schon ein Stück weit auf meinen Thron zu setzen. Dieses Bild hatte ich vorher noch. Das hilft mir immer so, um zu spüren, okay, sitze ich gerade auf meinem Thron, bin ich gerade die Königin? Und was würde eine Andrea oder eine Königin tun, die sich selber zu 100% liebt, akzeptiert und wertschätzt? Und dann komme ich in keine Machtkämpfe mehr, weil dann sitze ich auf meinem Thron und weiß einfach, ich bin einfach und ich darf einfach sein und mein Sohn darf es auch oder der Mensch, der mir da gegenüber ist. Und das schafft total wundervolle neue Erfahrungen und da bin ich, ja, da bin ich einfach dankbar. Ich habe jetzt gerade kein anderes Beispiel mehr. Vielleicht kommt mir später noch eins. Hast du vielleicht gerade irgendwie was, ja? Ja, also ein paar Dinge sind mir da aufgefallen. Das eine mit dem Ton finde ich schön, weil es drückt aus, ich bin mir wertvoll. Ich bin es wert, das ist meine Würde. Und ich fühle mich wohl auf meinem Thron. Ja, also wenn du auf dem Thron bist, dann bist du auch nicht bedürftig. Also wenn du dieses Gefühl hast, ne, dann bist du ja frei. Und weil du vorhin so die Verbindung zu der Seele angesprochen hast, ich habe lange Zeit und immer noch so, die Seele ist für mich wie so ein Leitstern, der mich führt, ne? Und die kann ich, man kann auch höheres Selbst oder was man, egal welchen Ausdruck, aber es gibt da was, das ist weise, das können wir befragen und da können wir hinhören. Und nur diese Verbindung kann uns eigentlich unsere eigene Wahrheit erzählen, weil das kann uns im Außen niemand, weil niemand wir selbst sind, ja. In der Tiefe sind wir zwar eins, und trotzdem führt jeder ein einzelnes Leben. Und das kriegen wir nur über dieses höhere Wesen, was unsere Seele ist, was Gott ist, was für uns zuständig ist. Dort kriegen wir unsere Wahrheit her. Und als du vorhin so zur Alltagssituation gesagt hast, da spürte ich so, man kann auch, wenn man spürt, man verzahnt sich da gerade irgendwo, mal einen Schritt zurücktreten und das mit Humor betrachten und schauen, in welcher Trance man sich da gerade befindet und was für ein Film da gerade abgeht. Und Humor kann das auch unglaublich entzerren. Und es ist ja wirklich auch witzig, an was man sich ja manchmal festhängt, ne? Ja. Ja, und es ist für mich jetzt zum Beispiel auch unglaublich Geschenk, dass ich mit dem Vater von meinem Sohn, dass wir haben eine Mediatorin gefunden, die uns begleitet. Und es ist so ein Geschenk, mit ihm diese heilsame Erfahrung machen zu dürfen,
diese Themen, die uns in der, also in der Beziehung noch so getriggert haben und wo wir aneinander hochgegangen sind, weil wir einfach uns gegenseitig in unseren Traumata bedient haben sozusagen und das einfach sich auch wie Krieg angefühlt hat. Und das jetzt sozusagen nochmal aufarbeiten zu dürfen, gemeinsam heilen und lachen zu dürfen und zu sehen, wie er gerade aufblüht. Genau das, was ich ihm immer ermöglichen und was ich ihm gewünscht habe von ganzem Herzen, aber ich einfach nicht diejenige war, die das hinbekommen hat. Von mir konnte er es nicht annehmen, er konnte es nicht hören. Es ging einfach nicht. Wir sind da nicht miteinander in Verbindung gekommen. Und jetzt, seit er frei ist sozusagen und ich frei bin, kann ich meinen Weg gehen und er kann mich schätzen und ich und er kann auch seinen Weg sozusagen freier gehen und schafft es umzusetzen, was er in der Verbindung mit mir nicht konnte. Und das ist für mich gerade auch so was ich echt feiere und wo ich so dankbar dafür bin und wo ich jedem Kind und jedem jungen Menschen einfach, wo sich die Eltern getrennt haben, nur wünschen kann, dass die Eltern Wege finden, auf Elternebene da auch Heilung sich gegenseitig zu schenken und neue Erfahrungen, weil sobald eben auch die Partnerschaft wegfällt, ist also bei uns zumindest so, dass da ja eine ganz neue Ebene einfach auch möglich ist, gerade auch durch diesen dritten Menschen, der dann immer wieder, also zum Beispiel, ich bin die Lawine, weil ich bin schnell und ich habe immer 1000 Sachen im Kopf und möchte das ihm dann mit ihm alles besprechen am liebsten. Und er ist genau im Gegenteil, langsam und braucht alles eins nach dem anderen und nichts zwischen Tür und Angel. Und das ist für mich, wow. Und jetzt habe ich aber dieses Wort, also immer wenn er dann sagt, hey Andrea Lawine, dann weiß ich wieder, dann kann ich da lachen. Verstehe, wie es ihm gerade geht, weil wir da ja jetzt mal drüber gesprochen haben. Und das macht vieles so einfacher. Und ich kann da über mich selber lachen und gleichzeitig heute sind wir auch wieder beim Abholen, bei der Übergabe aneinander geraten, wo ich dann auch wieder dachte, oh, muss das sein so? Aber ich war halt einfach zu langsam, ich hatte meins im Kopf und es ist nicht schlimm, weil ich jetzt einfach weiß, okay, ich habe ihm dann nochmal eine Nachricht geschickt. Weil ich ja weiß, wo er herkommen ist und wie es ihm ging und dann habe ich das einfach nochmal benannt und dann ist es bei der nächsten Begegnung auch wieder gut so, also er fühlt sich gesehen und kann mir dann auch einfach wieder ganz normal begegnen und das ist schon dieses ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, was ich eigentlich damit sagen wollte. aber das ist wirklich was, wo ich diese heilsamen Erfahrungen, dass wir uns das gegenseitig schenken, das wünsche ich mir noch viel, viel, viel mehr sozusagen für jeden Menschen, dass da einfach ganz viel Heilung passieren kann. Es passt ja auch in das, was ihr jetzt macht, in verbunden und frei. Ihr seid verbunden und frei. Und das ist je nach Beziehung und Menschen kann das individuell ganz gerade so sein, wie es eben passt. Und tatsächlich ist es meistens nicht möglich, Therapeutin in einer Beziehung zu sein. Das tut der Beziehung nicht gut. Und jetzt, diese Freiheit, die ihr jetzt habt, ihr wollt nichts mehr voneinander. Das hat es gelöst, ja. Aber solange der eine noch bedürftig ist und der andere und sich das dann miteinander verheddert, in der Regel finden sich immer die richtigen Partner, weil das Leben eigentlich möchte. Ich habe auch immer dasselbe Strickmuster an Partnern gehabt, weil das Leben eigentlich uns darüber was zeigen möchte. Dieses Leiden aneinander, das führt uns eigentlich genau zu den Punkten, wo es was zu heilen und zu tun gibt. Nur in der Regel erkennen wir es nicht und dann oftmals gehen Beziehungen auseinander und dann fängt die nächste an, die ist aber nicht viel anders als die vorhergehende. Von daher total toll, die Erfahrung, die ihr jetzt macht und es ist wundervoll, was für Ansätze das jetzt gibt. Und es ist so wichtig, weil wir, glaube ich, auch erkennen dürfen, dass wir alle Heilungsbedarf haben. Wir haben alle, tragen kollektive Päckchen. Niemand ist hier besser und weiter oder so. Das taucht alles Mögliche auf und uns gegenseitig da zu unterstützen. Für mich steht jetzt in dieser Zeit eigentlich Heilung als größtes Wort über allem, damit wir in eine neue Zeit kommen,
Denn diese neue Zeit wird nicht am Reißbrett entworfen. Viele meinen jetzt, es kommt das goldene Zeitalter. Ja, erstmal fängt es bei uns an. Solange wir nicht geheilt sind, tragen wir den ganzen Rucksack noch mit. Und dieses zu lernen, verbunden und frei, und das miteinander zu leben und daraus zu sehen, was sich daraus ergibt, das ist eigentlich ein total wertvoller Ansatz. Ja, und also es ist ja oft so, also das mag ich einfach, weil du das Wort auch nochmal angesprochen hast mit der Bedürftigkeit, dass es in den meisten, also die meisten Ehen oder die meisten Beziehungen, wo ich angucke, da ist einfach das Thema der Bedürftigkeit. Also die sind oft so Zweckgemeinschaften, wo ich mich dann manchmal wirklich frage, also wieso machen wir sowas? Das dann aber so selber, also mich selber halt an der Stelle so zu durchschauen und mich selber an der Stelle immer mehr wie eine Königin einfach mir das zu schenken und mich so zu behandeln, dass nicht mein Gegenüber, also als ich das auch geschafft habe, in meiner letzten langjährigen Verbindung sozusagen zu drehen, dass ich nicht mehr die Erwartung hatte, er muss mich glücklich machen, er muss mir bestimmte Dinge schenken, und sondern als ich angefangen habe, mir selber das zu schenken. Und obwohl wir zusammen waren und ich nicht wusste, weil er es gefühlt an vielen Stellen das Gegenteil wollte von dem. Also ich wollte in Gemeinschaft leben, er wollte es nicht, also augenscheinlich. Mittlerweile lebt er als erstes in Gemeinschaft, ne? Und ich habe meine Familie, aber also, ja, wobei ich lebe jetzt auch, ich habe jetzt auch eine Hausgemeinschaft sozusagen oder wohne bei einem älteren Paar sozusagen mit dem Haus und mit meinem Sohn. Und habe ich einen Faden verloren. Bedürftigkeit warst du, Bedürftigkeit, was du genau. dir selbst geschenkt hast. Und das jetzt auch so erfahren zu dürfen, dass ich, wenn ich also dem Bedürfnis nach Gemeinschaft einfach nachgegangen bin und dann auf dem Weg zu merken, dass er sich eigentlich genau das Gleiche wünscht, nur dass wir es nicht geschafft haben, miteinander das so uns da gegenseitig so zu verstehen oder uns das zu schenken. Und ich aber für mich dann das finden konnte und gemerkt habe, für mich ist das ein Riesenbedürfnis, und auf dem Weg konnte er sich dann durch das, dass ich so klar war und losgegangen bin und auch immer wieder ihn eingeladen habe, konnte er sich an den Stellen, wo für ihn stimmig war, auch immer mal wieder einklinken, und hat jetzt dazu geführt, dass wir einfach uns total einig sind, was für unseren Sohn, wie wir wollen, dass er aufwachsen darf, dass wir da die gemeinsamen also eine gemeinsame Basis sozusagen haben, die uns verbindet und die auch ermöglicht, dass wir beide, jeder auf seine Art, mit seiner Einzigartigkeit, er hat da andere Herangehensweisen wie ich, und trotzdem ist es einfach wertvoll, weil beide Qualitäten für unseren Sohn einfach total genial sind, weil er das jetzt dann also beides erfahren kann und die Möglichkeit hat, das dann sozusagen ja zu integrieren und sein eigenes draus zu machen. Zu der Bedürftigkeit würde ich gerne noch was sagen. Es ist nicht schlimm, bedürftig zu sein. Es ist nur ein Problem, wenn ich meine, der andere müsste meine Bedürftigkeit irgendwo stillen und erfüllen, weil das führt mich in die Abhängigkeit. Ich darf mich bedürftig fühlen, ich darf mich auch alleine fühlen, ich darf mich traurig fühlen, aber ich bin dafür zuständig und ich kann dann auch sehen, dass es vielleicht auch mal im Moment keinen gibt, der mir da das geben kann, was ich brauche. Ich gebe es mir und wenn es nicht geht, dann überlebe ich das auch. Auch die Erfahrung zu machen, ich überlebe das auch, wenn ich mich mal total einsam fühle. Ich habe so viel Kontakt zu anderen Menschen, die auch sich offen zeigen, die auch sagen, ja, ich fühle mich auch allein, ich fühle mich auch einsam. Und das gibt es, das gehört zum Menschsein dazu. Wir können nicht von morgens bis abends nur glücklich sein. Das ist in Ordnung. Wir können uns aber halten. Wir sind von was Größerem getragen und wir können uns auch tragen und wir können auch alleine durch Durststrecken gehen. Das macht uns auch stark. Das ist auch ganz wichtig. Das gehört auch dazu. Ja, und auch gerade an der Stelle die Erfahrung zu machen, obwohl ich manchmal gedacht habe, ich brauche immer andere, zu merken, dass ich mir selber genau diesen Halt geben kann, mein Kopf hätte sich nicht vorstellen können, dass ich mir genau das selber so schenken kann, diese Sicherheit oder Ja. diese Geborgenheit. Also das war für mich jetzt auch so eine wirklich wundersame Erfahrung, das mir selber schenken zu können, so, und mich dadurch ja auch nochmal freier zu fühlen oder
zu merken, so, boah, ja, stimmt, ich kann mir wirklich alles, egal was es ist, alles selber schenken. Das ist die wichtigste Voraussetzung, um frei zu sein und frei und verbunden zu sein, dass du wirklich weißt, ich kann es auch alleine. Es ist schön, wenn jemand da ist, aber es geht auch alleine. Ich brauche nicht unbedingt jemand anders. Und wenn du durch dieses Nadelöhr durchgegangen bist, dann bist du in dieser Fähigkeit, bedingungslos lieben zu können. Ja, und wenn du das jetzt nochmal sagst, ich merke einfach, ich mag jeden einzelnen Menschen, der mich auch, also mit dem ich mich einfach verbunden fühle, der mich auf meinem Weg einfach begleitet hat oder wo ich Erfahrungen machen durfte, negative wie positive, bin ich einfach unglaublich dankbar, weil mich das zu diesen Menschen gerade macht, wo ich jetzt heute sozusagen stehe. Und ich bin ja also da einfach reich beschenkt worden sozusagen und bin da unglaublich dankbar. Ja, also dass diese ganzen wundervollen Menschen einfach da sind und da waren. Und das ist jetzt auch zum Beispiel was, wo ich auch immer mehr merke, dass ich Menschen auch loslassen kann. Also selbst, ich habe jetzt natürlich auch einige Menschen, wo es vielleicht auch mal sein könnte, dass der ein oder andere sich vielleicht selber umbringt oder sowas. Oder wo ich einfach nicht sicher, wo ich nicht sicher bin, wie oder ganz aus meinem Leben verschwinden an bestimmten Stellen. Und weil sie bestimmt mit bestimmten Situationen oder mit bestimmten Haltungen von mir nicht klarkommen, wie ich mein Leben gestalte. Und trotzdem spüre ich aber einfach diese Verbindung und ich merke einfach, ich kann Menschen nicht mehr verlieren. Also ich habe ganz lange immer Angst gehabt, Menschen zu verlieren und ich habe oder habe teilweise immer noch manchmal, dass sie kurz aufblitzt, dass das so eine Verlustangst ist. Aber ich durfte lernen durch ganz wundervolle Spiegel einfach, dass ich keinen Menschen verlieren kann. Und das ist für mich gerade auch noch mal mehr Freiheit, weil ich einfach spüre, die sind einfach da, egal ob sie lebendig physisch hier in Genau. diesem Leben mit mir teilen oder ob sie einfach sich entschieden haben, an bestimmten Stellen in eine andere Richtung zu gehen. Diese gemeinsamen Zeiten, die ich mit ihnen erleben durfte oder das Glück erfahren, das ist in meinem Herzen und das kann mir keiner nehmen. Und diese Erfahrungen sind einfach Gold wert, so. Ja. Ja. Und wenn du dich mit diesen Menschen verbunden fühlst, letztlich sind wir sowieso verbunden, aber mir geht es so mit meinem verstorbenen Mann. Die Verbindung ist in einer bestimmten Qualitätsebene sogar intensiver als vorher. Sie ist da. Ich habe manchmal den Eindruck, es ist eine hauchdünne Wand, die uns trennt. Es ist ganz eigenartig, intensiv in Kontakt zu sein. Natürlich nicht in einer Vorstellung, aber es ist nichts weg. Diese Vorstellung mit dem Jenseits sind alles Projektionen. Die Zeit gibt es so nicht. Der größere Raum ist ewig. Und gerade auch wenn du mit Menschen irgendwo sehr schwierige Zeiten erlebt hast, da seid ihr euch auch in der großen Tiefe begegnet. Nichts ist weg. Es ist alles da. Es ist alles da. Ja, und ich habe jetzt einfach auch nochmal den Puls, wenn du das so sagst, alles ist da. Selbst wenn du jetzt sozusagen unserem Gespräch lauschen tust und das für dich einfach noch nicht so fühlen oder andere Erfahrungen in deinem Leben gemacht hast, Mona und ich stehen dir einfach auch gerne zur Verfügung und halten dir einfach den Raum sozusagen. Ja, du kannst dich bei jeder von uns sehr gerne melden und genau. Wie unter unserem Video findest du dann auch sozusagen weitere Kontaktmöglichkeiten oder Impulse. Und gibt es bei dir gerade noch irgendwas, Mona, was so abschließend irgendwie nochmal in dir lebendig ist, was du gerne ja sagen möchtest? Ja, was ich gerade so gespürt habe, als du sagtest, dass in dir so eine Dankbarkeit ist für die Erfahrung und für die Menschen, bist du jetzt auch so ein Same geworden, der das auch weitergeben kann. Und jeden Menschen, den wir ermöglichen, so in die Verbindung zu seiner Seele zu kommen, in seine Einzigartigkeit, in seine Unabhängigkeit, in diese bedingungslose Liebe, die er zutiefst ist, wenn er den Zugang dazu hat, der ist auch ein Wundersame für diese Welt. Und das ist total schön, wenn wir diese Samen überall erwecken können. Sie sind ja da. Und ja, es hat mich sehr, ich würde sagen, beglückt, dieses Gespräch. Das ist total schön. Ich Ja, danke auch. geht mir auch so. Genau. Ganz lieben Dank, auch von meiner Seite an dich nochmal und
Bis zum nächsten Mal sozusagen. Genau. Danke, Andrea. Tschüss. Tschüss.